Hallo zusammen. Zunächst ein großes Dankeschön an die Professorinnen Frau Dr. Neuerkat und Frau Bernhard für diesen wunderbaren Studientag und für die Einladung hierzu. Ich möchte heute analog zu meiner Promotion und der anstehenden Veröffentlichung über das Bergen einer Gesellschaft in Gottfried Böhms Werk sprechen. Moment. Ja. Der Vortrag gliedert sich in die Abschnitte Hüllform, Firmament und vom Bau der Kirche, da sich hier eine grundsätzliche Idee, deren Präzisierung und Ausführung erörtern lässt. Ich beginne mit dem Kapitel Hüllform. Der enge Rahmen zwingt mich natürlich, vieles auszuklammern und möchte darauf verweisen, dass Böhm wie auch der damalige Klerus einen Wallfahrtsbezirk und kein singuläres Kirchenbauwerk errichteten. Etwas, was oftmals wenig Beachtung findet. Wohl allen ist bekannt, dass Böhm Bildhauer und Architekt war und der Wettbewerb für den Wallfahrtsbezirk zweimal ausgeschrieben wurde. Ich beziehe mich auf den Siegerentwurf Böhms und das damals eingereichte Bild dieses Bezirks. Wir sehen am Hauptkirchenbau ein unregelmäßig geformtes Faltwerk aus Stahlbeton, welches sich in den Wänden bis in die Dachspitzen in durchgängiger Materialität wiederfindet. Die Werkbiografie Gottfried Böhms ist eng mit der seines Vaters Dominikus, aber auch mit dem Schaffen von Rudolf Schwarz verknüpft. Und ich möchte Böhms Entwurf unter Einbezug eines Zitats von Schwarz aus Vom Bau der Kirche diskutieren. Versteht man unter Wahrhaftigkeit reinen Ausdruck, dann ist der Schalenbau die wahrhaftigste aller Bauweisen, denn die Schale schmiegt sich dem Raum vollkommen an. Wenn dann noch die Gestalt der Volksordnung mit der Raumform korrespondiert, dann haben wir das ganz einheitliche Werk, in dem die gleiche Gestalt den ganzen Bau von innen bis außen durchwirkt. Die totale Architektur, das Wunschbild unserer neuen Baukunst wäre erfüllt. Das christozentrische Raumbild hier entsprach einer Epoche, in welcher durch Führerfiguren der Anspruch auf eine jeweilige Weltdeutung geschah. Mir geht es nicht um die Schale per se, sondern vielmehr um diese Idee der Durchwirkung. Die Wahrheit der Konstruktion wird spirituell überhöht, mit dem Glauben verknüpft. Der Klerus selbst sollte in den 1949 veröffentlichten Richtlinien für die Gestaltung des Gotteshauses aus dem Geist der römischen Liturgie verallgemeinern. Unser Bestreben müsste wohl sein, das ganz andere, das Überweltliche, das Göttliche dessen, was im Innern des Gotteshauses geschieht, auf eine ebenso würdige wie beredte Weise in seinem Äußern anzukündigen. Hier sehen wir Böhms zweiten Wettbewerbsentwurf als Schnittdarstellung. Die Entwicklung der Wallfahrtskirche und das Zweite Vatikanische Konzil verliefen parallel zueinander. Wichtige Erlässe wie Interökumenici traten allerdings erst 65 nach dem grundsätzlichen Entwurf in Kraft. Die während der Wettbewerbe veröffentlichte Konstitution über die heilige Liturgie betonte aber bereits die gemeinschaftliche Feier. Und so sehen wir vorbereitet in der Form den höchsten Punkt, einend zwischen Altar und Gemeinde. Böhm zeichnete die Raumbegrenzung nicht als Konstruktion, sondern als Masse. Er formulierte hier ein Raumbild. Ich ziehe ein weiteres Zitat von Rudolf Schwarz hinzu. Unser ganzer Bau vertritt die ganze Welt und wiederholt ihre Erbauung. Unten der Boden ist die Erdoberfläche. Die Heimat der Menschen, der Raum, der sich darüber wölbt, ist der dem Leben nebengegebene Weltraum und beide beendet das Firmament. Es begrenzt die Erde als Band und die Welt als Behältnis. Es ist das Ende schlechthin, das Undurchdringliche. Das Faltwerk ermöglicht eine Deckungsgleichheit von äußerer und innerer Form. Die Hülle ist eine Haut, welche dieses innere Raumbild umhüllt und von Böhm ausgeblendet wird. Böhm veröffentlichte 68 diese Zeichnungen mit Regieanweisungen. Der vielfältige Gebrauch der Wallfahrtskirche nach konziliarer Form scheint die freie Form der Architektur zu begründen. Im Grundriss des zweiten Wettbewerbs von 64 sehen wir im Gemeindebereich aber vorkonziliar eine Ausrichtung auf einen Hochaltar versus Apsidem und die Umfassung mit Nebenkapellen und Altären mit eigenen Ausrichtungen. Im Januar 65 blieb diese Gebetsrichtung im Gemeinderaum versus Apsidem. Die Nebenaltäre, nun in das Tragwerk integriert, sind auf den Altar der Sakramentskapelle ausgerichtet. Die Entwicklung zu dem oftmals erwähnten Marktplatz mit der freien Bestuhlung erfolgte erst später. Im Gebrauch wird das geschilderte Undurchdringliche spürbar. Die Architektur leitet in eine Stimmung zur Teilhabe an einem propagierten Mysterium über. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese Globalität und Multidimensionalität und Kompossibilität der bergenden Hülle weniger mit der Volksordnung oder einem Funktionsbegriff, sondern vielmehr mit dem Willen nach einem Raumbild verbunden ist. Doch wie definiert sich dieses? Böhms Werk war in den Kontext der Nachkriegszeit, der 68er bis hin zur Wiedervereinigung eingebunden. Über die Trümmerlandschaften von Köln vermerkte er, dass diese Ruinen und die offenen und freien Räume
mit ihrem klaren, einfachen Licht eine Frömmigkeit ausstrahlten, welche er in den meistens sehr miefig wirkenden mittelalterlichen Kirchen nie so erlebt hatte. Der Muff dieser alten Zeit ist dabei nicht nur auf die Architektur zu beziehen. Nach Böhms Rückkehr in das kriegszerstörte Köln erschien 1949 sein Aufsatz »Die Gewebedecke«. Hier äußerte er seine Gedanken zu Überspannungsmöglichkeiten von Gemeinschaftsräumen, welche sich durch sein ganzes Werk ziehen sollten. Gewölbe aus Stahlbeton waren für ihn keine dem Materialcharakter entsprechenden Überspannungen. Er interpretierte diesen Materialverbund als Gewebe und beschrieb seine Tragwerke eben als Gewebedecken. Diese dachte er, deren Charakter entsprechend als wirkende Form hängend spannend. In diesem Entwurf eines Kongresssaals sehen wir die mit der Feier der Menschen, ihren Bewegungen und Klängen korrespondierenden Raffungen der Gewebedecke. Böhm nutzte die Gestaltung des Tragwerks als gesellschaftlichen Rahmen. Diese Entwürfe waren Einbauten in Trümmern. Angesichts der Suche nach neuen Gesellschaftsideen in der posttraumatischen Nachkriegszeit wird die humanistische Dimension dieser Entwürfe deutlich. Die anfängliche Interpretation des Stahlbetons als auf Zug zu beanspruchendes Material sollte er später zu einer Druck- und Zugkräfte aufnehmenden Haut in Form von Faltwerkskonstruktionen weiterentwickeln. Der Weg ist in Böhms Kirchen grundlegendes Motiv. Sein Entwurf für die Kirche St. Johannes der Täufer in Köln von 1958 war dabei noch von einer starken Regelmäßigkeit in der Gestalt geprägt. Böhm illustrierte die Bewegung zum Altar hin und formte eine sprechende Architektur. St. Gertrud in Köln wird oft als Übergangsprojekt zu Böhms scheinbar von der Intuition bestimmten Architekturskulpturen gesehen. Er sperrte den Raum nicht mehr in Kisten, suchte eine vielfältigere Gravitation und Durchwegung. Im Innenraum finden wir eine Vielgestaltigkeit vor, welche Böhm mit seinem Entwurf für die Wallfahrtskirche Nebiges in dieser Qualität und Reichhaltigkeit weiterentwickelte. Die Tendenz zum Altar ist noch vorhanden, doch erzeugt das Faltwerk eine Dynamik im Kirchenraum, welche diesen in monumentaler Bewegung erscheinen lässt. Wesentliches Entwurfswerkzeug war Plastilin. An das Verständnis eines Kirchenkünstlers erinnernd, in welchem scheinbar durch die göttliche Schönheit geführt Christusgestalt wird, formte er Räume, welche die Gläubigen erfahren. Auf meine Frage, was der Unterschied zwischen seinem figürlichen bildhauerischen Werk und diesen Architekturen sei, antwortete er: Das Behausen ist das Wesentliche, dass man darin leben kann. Böhm schuf eine sprechende, seinem direkten Spiel mit den Händen entspringende Form. Sie besitzen über ihre Herstellung die spirituelle Aura des geschöpften Werkes. Der Theologe Romano Guardini schrieb einst in existenziellster Form: Der Mensch selbst wird schöpferisch. Dieses Schöpfertum ist aber nicht willkürlich, sondern steht unter einem Auftrag. Es dient dem Dasein. Den Sakralräumen gab Böhm eine auszeichnende Form und ich möchte hier Camillo Sitte zitieren. Es bleibt immer dieselbe Regel zu befolgen, nämlich das, was man zu gleicher Zeit überschauen kann, soll zusammenpassen. Auch gilt es erneut, auf die Richtlinien für die Gestaltung des Gotteshauses zu verweisen. Das anzustrebende Ideal wäre die räumliche Vereinigung, damit die engen Beziehungen von Gotteshaus und Priester, Eucharistie und Caritas, Sakramente und Erziehung auch äußerlich sichtbar werden. Das unregelmäßig geformte Faltwerk ist eine sich selbst tragende Form, welche der Tragwerksingenieur nicht entwickeln, sondern nur noch bemessen musste. Böhm plastete die Skulpturalität des Raumes und nicht eine Außenform an sich. Die Form des Modells, die wir hier sehen, ist also das imaginierte Raumbild selbst. Die Kleingliedrigkeit des historischen Stadtkerns überführte er in die Vielgestaltigkeit seiner Architektur. Diese erzeugt eine Simultanität in den Zeitschichten und Beziehungen. Die Pluralität führt das Bestehende weiter. Prägungen durch Theodor Fischer und Camillo Sitte, aber auch durch die strukturalistischen Tendenzen des Siam 10 und 11 werden deutlich, wenngleich Böhm hier nicht die egalitären Prinzipien dieser Fraktion übernahm. Er platzierte den Sakralbau im südlichen Bereich des Wettbewerbsperimeters nahe am historischen Nukleus des Ortes und schuf ein Dreigestirn von Sakralbauten verschiedener Konfessionen. Böhm reagierte auf eine kultivierte Landschafts- und Stadtplastik und gab ihr einen dem Maßstab entsprechenden Fixpunkt. Über die Position platzierte Böhm das Raumbild im zentralen, in der Nachkriegszeit zergliederten Stadtkontext. Böhm hinterließ oftmals Botschaften an seinen Bauwerken und ich möchte auf ein Detail am bisher kaum beachteten Pilgerhaus verweisen. Im Erdgeschoss finden wir dort die Zeichnung eines Weinbergs mit den Namen verschiedener Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte als Trauben.
Jesus und die von den Nationalsozialisten ermordete Philosophin und Frauenrechtlerin Edith Stein, der aufgrund seines Versuchs einer Vereinigung von christlicher Schöpfungslehre und Wissenschaft vom Vatikan abgelehnte Jesuit Pierre Teilhard de Chardin. Der Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer, neben dem Theologen und Guerilla Camilo Torres, welcher gar für eine gerechte Sozialordnung kämpfte und dabei starb. Therese von Lisieux und Sokrates. Die von Böhm an die Außenwände geschriebenen Menschen waren Persönlichkeiten, deren Lebensgeschichte teilweise gar nicht im katholischen Glauben gebunden war. Es waren Personen, die ihm im Leben etwas gegeben hatten. Sie vereint ein humanitäres Handeln und in Dienststellen für eine höhere Sache, für das soziale und gemeinschaftliche Zusammenleben einer globalen Gesellschaft, unabhängig von Herkunft, Glauben und Konfession. Er wählte hier das biblische Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Alle, die an ihm teilhaben, alle, die an ihm mitwirken, sind ein Teil davon, egal wann diese dazu stoßen. Dieser ist in der verbindenden Geschichte der Religion ein wiederkehrendes Motiv. Seit der Reformation ist er dabei eng mit religiösen und kulturellen Anfeindungen verknüpft. Böhm wählte ein Motiv der Fürsorge, welches in der Kulturgeschichte Ausdruck einer Entfremdung gewesen war, und deutete es im Sinne eines weltlich-religiösen Humanismus um. Es war für meinen Vater und ist auch für mich immer das Aufregendste bei der Raumbildung, das Ausgegrenzte zu überspannen. Böhm beschrieb sein Empfinden beim Betten einer Gesellschaft in all ihrer Reichhaltigkeit und Diversität. Nach eigener Aussage suchte er in dieser Zeit das Unbestimmte in der Welt, das weltlich-sakrale. Er gab dem Ephemeren und den konträren Positionen einer pluralistischen Gesellschaft eine monumentale Form. Das geschaffene Raumbild ist nicht nur Entsprechung einer Gemeinschaft, sondern führt dabei in eine Stimmung über, welche diese Pluralität spürbar macht. Interessanterweise verknüpfte auch der damalige Klerus in Neviges einen Neubau der Wallfahrtskirche mit dem Wunsch nach einer gesamtchristlichen Gemeinschaft. Ich schließe dieses Kapitel und fahre mit den Planungen zum Firmament und dem nach dem Wettbewerbsgewinn durch Böhm fort. Die Modellplastik war die maßgebliche Grundlage der Genese. Die Kirche wurde aus dem Ursprungsmodell gelöst, der Bezirk in mehreren Bauabschnitten errichtet. Ich widme mich dem ersten Abschnitt, dem Sakralbau. Die intuitiv mit den Händen geformte Masse mit ihren Abdrücken und Unsauberkeiten wurde nun geometrisch in Flächen geteilt und präzise beschrieben. An seinem Lehrstuhl an der RWTH Aachen wurden die Maße über ein Lineal aus dem 1:200-Modell herausgemessen und auf Transparentpapier bzw. Folie in den Maßstab 1:50 übertragen. Die Altarrückwand diente als Orientierungs- und Nullpunkt. Orthogonal hierzu wurde eine Haupt- und in ihrer Lage entsprechender Blattgröße zwei Nebenachsen mit Maßketten gelegt. Über dieses Orientierungssystem konnten alle Koordinaten der Höhen- und Tiefenpunkte des Daches als auch die genaue Ausdehnung der Wandgeometrie im dreidimensionalen Raum als Projektion entlang der Achsen eingetragen und verwertet werden. Dieses Maßblatt, aus welchem die Maße abgegriffen werden konnten, bildete die inneren Oberflächenpunkte des Sakralbaus ab. Ausgehend von der präziseren Grundlage erfolgte der Bau verschiedener Volumenmodelle im Maßstab 1:100 aus Pappe. Sie waren das Abbild der inneren Oberfläche der Geometrie. Sie dienten der Raumformung, nicht aber der Betrachtung der inneren, erst später entwickelten Einbauten. Böhm bestimmte anhand des Modells die weiteren Änderungen. In Absprache mit dem Tragwerksingenieur wurden für die spätere Bearbeitung Mindeststärken des Materials angenommen, was zu Zeichnungen für die inneren und die äußeren Flächen führte. Hier sehen wir eines dieser Modelle mit einer weiterentwickelten Dachgeometrie. Hierin sind auch Bezeichnungen für die einzelnen Dachflächen zu erkennen. Die Architekten nutzten sie zur Orientierung und Kommunikation, sowie im weiteren Verlauf auch für die Bemessung. Das Modell zeigt vor allem oberhalb des Gemeindebereichs eine deutlich vielgestaltigere Dachlandschaft. Böhm arbeitete an den Proportionen und Winkeln der Hülle und der Maßstäblichkeit. In Dachflächen der Kapellen fügte Böhm zusätzlich Tetraeder bei, durch die aus der Perspektive des Pilgerweges die formale Verwandtschaft der Einzelkörper und deren Symbolcharakter verstärkt wurde. Die Dachformen der Gnaden-Sakramentskapelle erinnern als Abstraktion an die Sakramentshäuser in mittelalterlichen Kirchen, in welchen die konsekrierten Gaben im Schauverlangen des Heiliggöttlichen gezeigt wurden. In der Kirche Neviges ging es nicht allein um die Realpräsenz von Jesus, sondern die Neviges verehrte Gottesmutter selbst war in Form eines Gnadenbildes anwesend. Über die Gestalt der Dachformen überdrückt Böhm diese innere Präsenz in den städtischen Raum.
Gleichzeitig stehen diese in Verbindung mit den anderen Modifikationen. Böhm schuf hier eine Bewegungslinie spezifischer Zelebrationen. Diese Zeichnung zeigt die finale Grundkonzeption des Kirchendaches und der Außenwände. Für diese wurden die Außen- und Innenflächen von Dach und Wand in einer einzigen Darstellung kombiniert und mit Koordinatenpunkten und Bezeichnungen versehen. Eine Legende auf dem Plan beschrieb, wie dieser zu lesen sei. Während der Genese hatten die Planer auf Höhenlinien zurückgegriffen. Je enger die Linien beieinander liegen, desto steiler ist auch die jeweilige Fläche. Die Konsequenz war eine Sichtbarkeit der skulpturalen Erscheinung in der Konstruktionszeichnung. Die Sättigung der Linienzeichnung erinnert an Schraffuren und ermöglichte den Projektbeteiligten einen fortlaufenden, intuitiven Entwurfsprozess. Das Bildhauerische war immer Teil davon. Die Innen- und Außenseiten sind hier in weiten Bereichen deckungsgleich ausgebildet und es wird Böhms Ideal einer Hüllform aus unendlich bewegter Haut, um mit den Worten von Schwarz zu sprechen, deutlich. Die Graten und Kehlen mussten für ihn in der inneren und der äußeren Oberfläche dieser Haut gleich sein. Er wollte diese deckungsgleich haben, wodurch letztlich geometrisch bedingt die Außenwände unterschiedlich stark wurden. Der Bau der Kirche wurde letztlich im Büro in Köln weiter geplant. Ich möchte nun auf die Realisierung der bergenden Haut aus Beton und vom Bau der Kirche eingehen. Die Ausführung des Faltwerkdachs sollte zunächst als zweischalige Konstruktion erfolgen. Auf dem eigentlichen tragenden Betonfaltwerk sah man eine aufgeklebte Isolierung und Dämmung vor. Die äußerste Schicht wollte Böhm als Schutzschicht aus bewährtem Torkret-Beton herstellen. Auf das hier zu sehende Dach der Sakristei wurde die eigentliche Spitze als Fertigteil vorfabriziert und auf die vor Ort gegossenen Faltwerksflächen aufgesetzt. Für die Herstellung des Faltwerkdachs griff man auf ein Lehrgerüst aus Holz zurück, an welchen Schalungsbretter angebracht wurden. Somit errichtete man nun zwei übereinander liegende Skulpturen, von denen eine in Referenz an den bildhauerischen Prozess, für die andere als Abgussform diente. Beide Formen hatten eine jeweilige Statik und waren Zwängen unterworfen, welche die Größe und Reihenfolge der Betonierabschnitte bestimmten. Die Choreografie war somit abhängig von der Hülle und von der Holzskulptur. Während die Betonwände wuchsen, entstand auch das Holzgerüst mit der Schalungsdecke, bis schließlich inmitten der Umrandung aus Kunststein die Holzskulptur stand, die dann von Stahl umhüllt und übergossen wurde. Nur in den verschiedenen Fotografien von der Baustelle blieb die Entstehung und Formkraft dieser ersten Architektur erhalten. Inmitten der bereits fertig betonierten Wände wuchs die Holzarchitektur empor. Wir sehen dabei die bereits fertige Schalung für das Dach der Sakramentskapelle und ganz links im Bild ausgeschalt die Dachflächen der Sakristei. Die genannte zweischalige Konstruktion fand hier Anwendung. Die Sakristei nutzten die Plane auch als Experimentalbau. Doch die permanente Haftung der Isolierung und die kraftschlüssige Verbindung zwischen der inneren und der äußeren Betonschicht waren technisch komplex. In der starken Neigung des Hauptkirchendaches waren die Zweifel über ein Gelingen zu groß. Die Langlebigkeit wollte niemand garantieren. So wurde das Kirchendach selbst einschalig realisiert. Das Bild des Sakralbaus bedurfte eines Übergangs der Materialität der Dächer in die Wände. Diese Elemente betrachtete Böhm im Sinne eines Gewölbes als Einheit. Es war für ihn eine spirituelle Form, deren einzelne Oberflächen nicht durch das Material getrennt werden durften. Die in den Planungen angedachte obere Betonschicht sollte ursprünglich nach Fertigstellung der tragenden, darunterliegenden gegossen werden. Für die Bauzeit hatten die Firmen für das Faltwerk eine Dichtigkeitsgarantie gegeben, womit Böhm die Aufgabe der zweischaligen Konstruktion begründete. Die Konsequenzen stellten sich als gravierend heraus, denn die ursprüngliche Idee, die Außenflächen von Wand und Decke in der Volumetrie weitestgehend bündig ineinander übergehen zu lassen, wurde damit fallen gelassen, auch wenn die gleiche Materialität blieb. An den Dachrändern sollte ursprünglich über deren Ausbildung die zweite Betonschicht abgefangen werden. Die Ausführungsplanungen waren schon so weit entwickelt, dass man keine Änderungen an den Bauteilen mehr durchführte. Eine spätere alternative Deckung sollte so auch ermöglicht werden. Mit dem Wegfall dieser Schicht musste der konstruktive Teil des Faltwerks höheren thermischen Anforderungen genügen und daraus resultierend größeren Spannungen trotzen. Die Dicke der konstruktiven Betonschicht wurde erhöht. Grundlage für die Entscheidung zur einschaligen Konstruktion war auch ein bauphysikalisches Gutachten. Da die Kirche nicht dauerhaft geheizt werden sollte, sondern nur kurzzeitig für die Gottesdienste und die wesentlichen Zelebrationen, die vor allem in den warmen Jahreszeiten stattfanden, wurde eine Dämmung als unwirksam deklariert. Die Planer dachten,
Durch das Heiz- und Lüftungskonzept und größere und zusätzliche Öffnungen würde eine Querlüftung ermöglicht und Schwitzwasserbildung verhindert werden. In dieser Fotografie, welche die Gradbildung am Übergang von Dach- und Wandflächen aufzeigt, sind die Konsequenzen ablesbar. Die Geometrien der Apside, welche sich in die Dachflächen entwickeln, erzeugten im Auflager komplexe Restformen, welche bis heute den Übergang prägen und sich entlang der Umrisse des Kirchenbaus stark unterscheiden. Diese Trennung ist in der Silhouette der Kirche wahrnehmbar. Ich möchte aber noch weitere Details dieser Form erläutern und verweise auf die Kanten. Böhm realisierte die Kanten und Grate der Wände ohne starke Brechung. Die einzelnen Dachflächen werden dadurch getrennt und nicht als Gesamtkörper wahrgenommen. In den Dachflächen ist aber eine Unschärfe zu erkennen, welche die Form wieder zusammenbindet. Bei der Ausführung des Daches wählte er eine andere Eckausbildung. Diese Aktennotiz zeigt eine Skizze eines Kantendetails zur äußeren Ausbildung des Fallwerks, welches auf der Baustelle festgelegt worden war. Die Dachkanten sollten über ein Kantholz 8 auf 8 cm und stärker gebrochen und die einzelnen Flächen wieder visuell zu einem Körper werden. Zu diesem Zeitpunkt waren das Dach der Sakristei und die Außenwände des Kirchenbaus gegossen. Die Erscheinung des Vollendeten führten zur Entscheidung für den Einsatz des Holzes. Über die optische Unpräzision im Dachbereich brachte Böhm die Architektur wieder näher an die ursprüngliche Skulptur und religiöse Aura des geschöpften Werkes heran. Die Wände und die Finger des Bildhauers aus weichem Fleisch und weicher Haut können beim Blasten keine technische Präzision in den Kanten erzeugen. Die Masse wird als Körper, nicht als zusammengesetzte Einzelflächen geformt. Hier die bauliche Umsetzung. Die Planer sprachen von einem steinmetzmäßig bearbeiteten rauen Sichtbeton mit natürlich um das Faltwerk, mit natürlich um das Bauwerk verlaufenden Arbeitsfugen. Der Kunststein wurde nicht roh in Betonbrühe, es found, belassen, sondern an der Oberfläche nochmals von Menschenhand überarbeitet und geformt. Über ein Sandstrahlen und der Freilegung des Korns zeigte man die innere Zusammensetzung im Äußeren. Die Qualität des Betons ist eine Würdeform. Brutalismus als Label lag Böhm fern. Guardini schrieb einst, da nun der Vorgang der Formung an wirklichem Stoff, an Farbe, Stein, Ton, Sprache sich vollzieht, wird sein Ergebnis zum objektiven Werk und dauert. Indem der selbst nicht Schöpferische es auffasst, kann er an seinem Vorgang teilhaben, aus dem es entstanden ist. Das ist nun im Werk aufbewahrt und kann von anderen verstanden, erfahren, nachvollzogen werden. In der ausgeführten Form des Daches der Wallfahrtskirche sind verschiedene Ausbuchtungen mit Öffnungen erkennbar. In einem Gespräch sagte Böhm, dass er sie als nicht so schön empfindet. Grund für diese Durchbrüche in der Hüllform war die Akzentuierung der Körperhaftigkeit des Faltwerks über das natürliche Licht im Innenraum und eine akzeptierte Konsequenz in der Außenhaut. Durch die Fensteröffnung im unteren Wandbereich wäre der Kontrast zwischen dem dunklen Dach und den helleren Wandflächen zu extrem gewesen. Hierdurch würde die vertikale Tendenz des Kirchenbaus gemindert. Böhm hatte sich erst während der Genese für die Beleuchtung mit Laternen im zentralen Gemeindebereich im Sinne eines Marktplatzes entschieden. Zu Beginn waren diese an den Emporen angedacht. Mit der niedrigen Höhe der Lampen und der Strahlrichtung nach unten würde das Faltwerk im Kunstlicht noch stärker im Dunkeln verschwinden. Ein Anstrahlen des Faltwerks kam für Böhm nicht in Frage. Die Form sollte nicht verunglärt werden und so suchte er eine diffuse Lichtquelle. Durch die Nutzung des natürlichen Lichts im oberen Raumbereich und dem künstlichen sowie dem durch die Motivfenster gefärbten Licht auf der Höhe der Gemeinde differenzierte er in der Beleuchtung Firmament und Erde. Diese theologisch konnotierte Lichtpoesie betont die Zeitlichkeit und lässt die Skulptur immerwährend neu erscheinen. Dies sind die Bewährungspläne für die Dachgauben über dem Gemeindebereich. Auffällig ist hier die zusätzliche Aufdickung der Außenhaut oberhalb der Öffnungen erkennbar. Die Konstruktion erscheint zunächst als Sonnenschutz, denn die Sonneneinstrahlung hätte im Kirchenraum im Zusammenhang mit den Motivfenstern konkurrenzierende Effekte hervorrufen können. Aufgrund des Wegfalls der Dämmung entstand die Gefahr von Schwitzwasserbildung entlang des Faltwerks. Durch die Erzeugung einer Thermik und einer natürlichen Dauerlüftung sollte das verhindert werden. Die skulpturalen Öffnungskörper dienten nicht allein der Belichtung oder Akzentuierung des Faltwerks, sondern sind auch Belüftungsöffnungen. Über die Form wurde die direkte Sonneneinstrahlung zu einem diffusen Licht im Innenraum. Die Massivität dieser ist visuell eng mit dem Wegfall der äußeren Betonschicht verknüpft. Durch die Minderung der Wandstärke musste der Sonnenschutz so tief ausfallen. Die Ausgestaltung dieser Körper hängt mit Böhms Konzeption des Faltwerks zusammen. Er entwickelte diese aus der Körpermasse der Skulptur heraus.
Die Gestaltung der Gauben und der Dachränder verunklärte die grundsätzliche Idee einer Vereinigung des inneren und äußeren Hüllverlaufs. Doch war es ein Abwägen zwischen unterschiedlichen, sich gegenseitig beeinflussenden und teils bedingenden Zwängen. Böhm musste das zu Beginn dieses Referats zitierte Ideal einer äußeren Entsprechung der inneren Formen immer wieder auf die Herausforderungen der gebauten Wirklichkeit anpassen. Dennoch ist das innere Raumbild, die innere Gravitation im Außenraum in dieser bergenden, multikausal begründeten Gestalt präsent. Ich möchte nur mein Referat mit diesem Eindruck vom Pilgerweg beenden. Gottfried Böhm schuf im Sinne eines Kirchenkünstlers mit der Wallfahrtskirche Neviges eine Skulptur in städtebaulicher Dimension, welche eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft birgt und von dieser mit all ihrer Komplexität bewohnt wird. Das gewählte, von der christozentrischen Baukunst gelöste Raumbild ist im Innen- wie auch im Städteraum Entsprechung dieser gelebten Pluralität. Der Charakter des auf einen höheren Sinn hinweisenden Werkes zeigt sich dabei in der grundsätzlichen Konzeption, deren Guss als Architektur, wie auch in der Art der Genese. Neben der Empire und der Arbeit in vielen Archiven und Sammlungen basiert meine Forschung auch auf diversen Gesprächen mit Gottfried Böhm, Projektbeteiligten und ehemaligen Mitarbeitern. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, diese namentlich zu nennen und allen zu danken. Diese sind Dieter Basilius aus Aachen, Dr. Karl-Josef Bollenbeck, Peter Derricks, Wilfried Euskirchen, Gerhard Horz und Professor Hans Klump. Ich freue mich auf Ihre Rückfragen und danke Ihnen vielmals. Merci.